Ja, herzlich willkommen zu unserem Kurs Vertiefende Internetstrategien, Online-Kommunikation. Und heute mit unserem Workout Nummer 2, mit unserer zweiten Lerneinheit, das Thema Kundenverhalten. Das Kundenverhalten ist für uns sehr, sehr wichtig, denn ihr habt schon gesehen, durch diese Veränderungen, durch diese zunehmende Digitalisierung verändern wir Kunden uns natürlich auch. Du bist Kunde, ich bin Kunde, wir sind alles Konsumenten. Und deswegen möchte ich in diesem zweiten Workout, möchte ich mich mit diesem Thema beschäftigen. Und unser Ziel ist, lasst uns mal genauer auf das Erleben und Verhalten unserer Bedarfsgruppen eingehen. Wie ticken die? Was sind die Insights? Was fühlen die? Wie kommen wir an diese Motive, an diese Beweggründe unserer Bedarfsgruppen heran? Also ein ganz, ganz spannendes, ganz, ganz spannender Workout, auch mit vielen Tipps und Tricks, die ihr dann sofort praxisorientiert in eurem eigenen Business einsetzen könnt. Also, wir haben schon viel diskutiert in diesem Kurs, dass aufgrund Digitalisierung, aufgrund Globalisierung, aufgrund zunehmender Vernetzung sich auch und ganz natürlich die Kommunikation, wie wir Menschen miteinander interagieren, dass sich die Kommunikation natürlich auch verändert. Also, lasst uns mal ein bisschen einen Blick werfen auf das Kundenverhalten. Auf der einen Seite wird es so sein, alles ist in Zukunft, haben wir ja besprochen, digitalisierter. Wir nutzen digitalisierte Medien. Wir nutzen das iPhone, wir nutzen Android, wir nutzen ein iPad, wir nutzen vielleicht eine Uhr. Das heißt, die Devices werden sich verändern. Wir sprechen in Zukunft mit Suchsystemen, wir sprechen mit Suchmaschinen. Das ist eben durch die Digitalisierung und die Vernetzung möglich geworden. Und wir haben ein ganz anderes Wissen. Ich habe das jetzt einmal Google-Wissen genannt. Ihr könnt aber natürlich einsetzen das Wissen sämtlicher Suchsysteme. Also ihr wisst ja, Google ist eine der größten Suchmaschinen, aber eine der größten generalistischen Suchmaschinen. Also Google weiß alles, aber wenn du was Spezielles wissen willst, dann musst du eben nicht in eine vertikale, nicht in eine horizontale Suchmaschine gehen wie Google, sondern dann musst du eben in eine vertikale Suchmaschine, in ein vertikales Suchsystem gehen, das viel spitzer, dich viel, viel schneller zu dem führt, was du eigentlich suchst und das dir viel gezieltere Antworten auf deine Fragen geben kann. Was aber total tricky ist, was ich jetzt hier Google Wissen genannt habe, diese Suchsysteme machen uns natürlich auch intelligenter. Ja, denkt nur zum Beispiel von Amazon jetzt an die Alexa. Alexa steht zu Hause bei uns am Tisch. Wir sprechen mit Alexa. Alexa macht das Licht an. Alexa macht den Fernseher an. Alexa, schau mal, was ich für einen Termin morgen um 9.15 Uhr habe. Alexa, mach Musik an. Alexa, ich will jetzt bitte, dass das Licht ein bisschen gedimmt ist. Und Alexa, mach doch mal bitte die Musik ein bisschen passend jetzt zu dieser romantischen Stimmung. Also wir werden mit Suchsystemen sprechen. Und das ändert natürlich unser Verhalten. So alte Menschen wie ich werden da natürlich ein bisschen, ja, ein bisschen komisches Gefühl haben, aber ihr solltet das selber auch ausprobieren. Werfe ich aber einen Blick auf meine Kinder, dann gehen die ganz, ganz normal mit diesen neuen Devices um. Und dass man zu einem Suchsystem spricht und dass man mit Alexa spricht und Alexa nach allem Möglichen fragt, ist für die ganz normal. Warum erzähle ich das? Es ist gefährlich nämlich fürs Business. Stellt euch vor, ihr seid Berater. Stellt euch vor, ihr seid Versicherungsberater. Stellt euch vor, ihr seid Immobilienmakler. Stellt euch vor, ihr seid Bankberater. Ihr seid im Bankgeschäft tätig und ihr kommuniziert jetzt mit Kunden. Und das Gegenüber, euer Kunde, verfügt aber über dieses Google-Wissen. Er hat ja sein Android oder sein iPhone einfach dabei. Und während du noch irgend ihm etwas erzählst, kann er das in Echtzeit überprüfen, ob das, was du gerade hier erzählst, auch wirklich stimmt. Und davon, wir haben in den ersten Einheiten von digitalen Veränderungen gesprochen und von disruptiven Techniken. Und das ist eine der schlimmsten, gefährlichsten, disruptiven Techniken, mit denen ihr oder wir uns auseinandersetzen müssen. Was macht ihr denn, wenn ihr Berater seid? Und jetzt sitzt euch einer bewaffnet mit dem Wissen der Suchmaschinen in Echtzeit gegenüber. Das heißt, eure komplette Argumentationskette muss eine andere werden. Das heißt, die Menschen sind gebildeter. Die Menschen können nachgucken. Die Menschen können das überprüfen, was du im Moment ihnen erzählst.
Und überleg dir mal diese Reichweite oder überleg dir mal, was das für dein eigenes Geschäft in Zukunft bedeutet. Wie musst du deine Verkäufer schulen und wie gut müssen deine Verkäufer geschult sein, wenn sie einem Käufer bewaffnet mit einem Suchsystem gegenüberstehen? Also da kommen wir in Bereiche rein, die bis heute eigentlich noch gar nicht gelöst sind. Wie kann ein Verkäufer, ein Berater, letztendlich auch ein Arzt, letztendlich jede Branche, wie sieht das Informations- und das Beratungsgespräch der Zukunft aus, wenn das Gegenüber oder der Mensch gegenüber Zugriff in Echtzeit auf alle Informationen dieser Welt hat? Und der nächste Punkt, schaut es euch an, Kunden sind unloyal. Selbst wir, schaut euer eigenes Verhalten an und prüft das mal mit dem Punkt Loyalität. Wenn ihr auf einen Online-Shop zum Beispiel geht und ihr bekommt nicht schnell genug die richtige Information, wenn der Text, der Content auf eurem iPhone, auf eurem Android einfach nicht entsprechend dieser Perzeption gestaltet ist, dieser Situation, ihr seid unterwegs, ihr wollt eine Reise buchen, dann wollt ihr eben nicht ewige Fließtexte, nicht strukturiert, formal, total unprägnant lesen. Nein, ihr wollt eine gewisse Kurzform, eine ausgespielte Kurzform von dem, was die Firma euch jetzt in dem Moment, jetzt im Moment am Flughafen, jetzt im Moment im Taxi anbietet. Das heißt, wenn du ein Business hast, überleg dir, das haben wir schon mal diskutiert, wie passt du denn deine Inhalte, wie passt du deine digitalen Assets auf diese Situationen an. Und du wirst nicht umhinkommen in Zukunft, dass du deine Texte eben auf diese unterschiedlichsten Perzeptionssituationen. Es macht einen riesen Unterschied, ob du die Information auf einem großen Bildschirm liest, ob du es auf einem großen iPad liest, auf deinem Laptop oder ob du unterwegs bist, vielleicht mit dem Handy. Und denk noch ein, zwei Jahre weiter, die Uhren sind ja schon da. Wir wissen nicht, welche Devices noch auf uns zukommen. Also überleg, wie du deine Inhalte anpasst, weil der Kunde ist unloyal. Wenn das alles nicht funktioniert bei dir und nicht einfach genug ist, es ist heute nur noch ein Wisch und in Zukunft wahrscheinlich nur noch ein Wort. Amazon, bitte, ich möchte eine Digitalkamera für die Action angucken. Und stell dich darauf ein, also wir Menschen, wir nutzen diese Techniken und wir verändern unser Verhalten, sobald es Sinn macht für uns und sobald es uns Geld spart und Zeit spart, werden wir diese Technik nutzen und werden uns von anderen Techniken oder von anderen Anbietern einfach abwenden. Ja, und denkt dran, Kunden, wir sind die Kunden, wir sind die Zielgruppen, wir sind eigentlich komplett hybrid. Ich könnte auch sagen, wir sind total gaga. Ja, wir machen in der Früh das, wir machen das am Nachmittag was ganz was Unterschiedliches. Wir nutzen unterschiedliche Dinge zu unterschiedlichen Zeiten und die passen eigentlich alle nicht mehr zusammen. Ja, du gehst am Abend in ein veganes Lokal, isst dort recht gut mit deiner Frau und am nächsten Tag gehst du mit den Kindern zum McDonald's und stopfst dir das ganze Zeug rein. Also Dinge, die eigentlich gar nicht mehr so zusammenpassen, wie wir geglaubt haben, dass sie zusammenpassen. Also das Kundenverhalten ändert sich fortwährend und natürlich, was wir auch jetzt die ganze Zeit schon besprochen haben, diese zunehmende Mobilität und wir setzen voraus, dass wir eben Kontakt zu unseren Anbietern, zu unseren Firmen, zu unseren Marken Tag und Nacht haben, online wie offline. Der Begriff online, offline ist für viele Kunden eigentlich obsolet. Ja, die trennen uns ja nicht und sagen, ach, bist du online, bist du offline, sondern die wünschen sich, speziell im Handel, wünschen sich die eben diesen Begriff No-Line. Das heißt, es ist mir egal, wo du bist. Hauptsache, du bist an den Touchpoints, wo ich als Kunde unterwegs bin. Und wenn du nicht an diesen Touchpoints vorhanden bist, dann ist es so, als wenn es dich für mich leider nicht mehr gibt in Zukunft. Ja, und wir werden dann in den nächsten Einheiten werden wir uns beschäftigen, dass es eben das Verhalten sehr, sehr viel Pull-Verhalten ist. Viel Pull-Information. Das heißt, die Welt um uns herum wird immer komplexer und wir Menschen, wir Konsumenten, wir haben immer mehr Fragen und wir fragen natürlich diese Suchsysteme und wir wünschen uns über die Suchsysteme von unterschiedlichen Anbietern dann eben entsprechende Lösungsangebote und hoffen, da eben Antworten zu finden. Also bedenke, der Kunde wird in Zukunft aufgrund der digitalen Systeme mehr suchen.
Es wird mehr Pull passieren und versuche deine Assets, deine Webseiten, deine Landingpages so zu optimieren, dass ein Kunde eben rund um die Uhr diese Ersatzgespräche mit deinen digitalen Assets, mit deinen digitalen Instrumenten Tag und Nacht führen kann und dass du wirklich die besten Antworten im Blick auf alle Wettbewerber, dass du die besten Antworten bietest. Ja, das No-Line haben wir schon besprochen. Das ist das, was wir als Konsumenten eigentlich einfordern. Antworten auf unsere Fragen zu jeder Tages- und Nachtzeit, online wie offline. Und wir trennen eigentlich nicht mehr online und offline. Wenn du in deiner Firma noch online und offline trennst, wenn du noch diesem alten Silo-Denken verhaftet bist und die eine Abteilung macht das und die andere Abteilung macht das, dann solltest du dich auch da in Zukunft davon verabschieden und solltest davon Abstand nehmen, weil es einfach keinen Sinn macht. Okay, und das Ganze, diese ganze Veränderung, es kommt eben auch noch Social Media auf uns zu. Ja? Und wir müssen eben akzeptieren, oder du als Firma musst eben akzeptieren, dass unsere potenziellen Bedarfsgruppen eben in den Social Media Kanälen unterwegs sind, dass sie sich fortwährend austauschen, dass sie sich ihre Meinungen bilden, dass sie Eindrücke bekommen in diesem Austausch, in dieser Interaktion. Und bedenkt es, versucht darauf einzugehen. Die Leute suchen und werden in Zukunft mehr über Social Media kommunizieren, noch mehr kommunizieren, als sie es jetzt schon tun. Sie werden ihre Meinungen abgeben, sie werden Informationen abgreifen und sie werden dich natürlich auch in Social Media Kanälen bewerten. Und also stell dich darauf ein, biete ihnen das relevante Wissen. Wenn jemand was sucht, auch in Social Media Kanälen, versuche ihm Antworten zu geben. Ein Tipp, ein ganz, ganz toller, eine ganz, ganz tolle Plattform, ein ganz, ganz tolles Social, ein ganz toller Social Media Kanal, gerade um Antworten zu geben, ist eben zurzeit eben auch YouTube als eine der größten Suchmaschinen, wenn es um spezielle Antworten auf spezielle Fragen gibt. Aber auch hier werden wir in unseren nächsten Kursen schauen, wie können wir die Bewegtbildkommunikation und wie können wir gezielt YouTube oder einen YouTube-Channel als Unternehmen einsetzen, um unseren Kunden oder potenziellen Kunden und Bedarfsträgern eben entsprechende Antworten auf ihre Fragen zu geben und mitzuteilen. Ja, und ihr seht also, der Einzelne von uns wird zum sogenannten Prosumer. Das heißt, jeder von uns, der ursprünglich eigentlich nur Empfänger war in diesem Kommunikationsmodell, Sender und Empfänger, ist heute so stark vernetzt, postet und wird dadurch praktisch selbst zum Sender. Und das verändert natürlich die Interaktionen, das verändert natürlich die Transparenz. Und du als Unternehmen solltest eben schauen, auf dieses veränderte Kundenverhalten zu reagieren. Und du musst dich eben als Unternehmen an diese Touchpoints bringen, wenn wirklich deine Bedarfsträger an diesen Touchpoints unterwegs sind. Also, ja, ich möchte jetzt hier dieses Intro, diese kleine Einführung für diese Lerneinheit damit abschließen, mit uns als Prosumer. Bringt euch ein, auch hier in diesem Kurs, bringt euch ein, ihr seid weitaus mehr als nur ein Empfänger, ihr seid auch ein Sender und deswegen werden wir uns auch interaktiv austauschen, vielleicht über Hangouts und natürlich in unseren Präsenzphasen, wo wir uns dann wirklich face-to-face austauschen können. Also vielen Dank. Ich hoffe, das kleine Intro hat euch gefallen und ihr geht jetzt spannend in den Kurs hinein. Und ich habe euch sehr, sehr viel zusammengestellt, auch Präsentationen und Literatur zu diesem Thema, aktuelle Literatur. Und es würde mich freuen, wenn ihr das alles durchlest. Und wenn ihr Fragen habt, ihr seid ja Prosumer, dann meldet euch bei mir und wir können uns auch über Skype oder über Hangout oder über Telefon austauschen. Also vielen Dank und viel Spaß beim Lernen. Tschüss.